Und jetzt also Janne Friederike Meyer, die mit Lambrasco, ihrem Erfolgspferd, hier für Furore sorgt. Haben Sie gesehen, wie viel Platz da dazwischen war? Sie hat im Nationenpreis in der ersten Runde am ersten Sprung einen Fehler gemacht. Den wird sie sich noch lange merken. Und deshalb geht sie jetzt sehr, sehr konzentriert die Sache an. Wir wollen hoffen, dass ihre Konzentration hält mit diesem 12 Jahre alten Libero-Sohn. Nichts für schwache Nerven, dieser Parcours von Lambrasco und Janne Friederike Meyer. Vorsicht, diese Flanke. Sehr viel Platz dazwischen. Zweifache Kombination. Sie kann zupacken. Sie weiß in aller Regel sehr genau, was sie tut. Ausgestattet mit dem nötigen Einfühlungsvermögen, mit dem nötigen Auge. Aber Lambrasco arbeitet hier sehr, sehr gut mit. Die dreifache Fehler. Mit davor und etwas zu dicht davor. Und dann kommt am Aussprung noch der zweite Fehler hinzu. So schnell geht das, so knifflig sind die Aufgaben und so hoch sind auch die Sprünge hier und die Abmessungen und vor allen Dingen auch die Distanzen. Sie sehen, der Wille ist da, die Kraft ist da, die Konzentration ist da. Auch für so einen 2 Meter breiten Ochser hilft alles nichts. 8 Strafpunkte, schade. Ändert aber nichts, dass ihre Eltern hoch zufrieden sein können, die wir hier im Bild sehen, mit ihrer Tochter, mit den Leistungen, die sie hier in der Aachener Sörs auch beim Nationenpreis für Deutschland gezeigt hat. Dieses Paar ist auf einem sehr, sehr guten Weg und die beiden sind in den Überlegungen von Otto Becker natürlich fest drin, was die Nominierung der Kandidaten betrifft für die Weltreiterspiele in Kentucky. Auch wenn diese 2 Fehler die Stechteilnahme verhindern. Tjaak Nagel hier, der ehemalige Nationenpreisreiter links, mit dem sie viel trainiert, der hier immer sie berät, immer dabei ist, wenn Parcours mit abgeht und mit seiner Erfahrung.